Bei der eristischen Dialektik nach Arthur Schopenhauer geht es darum, beim Diskutieren Recht zu behalten, und zwar auf erlaubte oder unerlaubte Weise. Auf erlaubte Weise bedeutet, die Wahrheit zu sagen, auf unerlaubte Weise hingegen nicht die Wahrheit zu sagen. Bemerken wir hinterher, dass wir Unrecht hatten, sollen wir es so wirken lassen, als hätten wir Recht. Bei der eristischen Dialektik kommt es nicht auf die Richtigkeit der Aussage an, sondern darauf, ob wir unsere Aussagen verteidigen können und die Verteidigung vom Gesprächspartner als richtig hingenommen wird. Das Interesse für Wahrheit weicht dem Interesse für Eitelkeit, die Schopenhauer als wesentliche Eigenschaft des Menschen erachtet. Nach Schopenhauer können wir nicht wissen, was die Wahrheit ist. Deshalb können wir diese im Disput außer Acht lassen.